Servus, liebe Bayern-Familie. Cool, dass ihr reingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier mal einen ganz besonderen Ort heute rausgesucht für euch. Und zwar für ein ganz besonderes Interview. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, geht es heute um das erste deutsche Interview von dem Kollegen, mit dem ich hier unterwegs bin, mit Omar Richards. Ich bin ganz gespannt und ich würde sagen, wir legen sofort los. Omar, einfache Hallo. Frage zum Einstieg. Wie geht's dir? Alles gut. Und dir? Sehr gut. Mir geht's auch gut. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf dein erstes deutsches Interview. Mhm. Lass uns einfach anfangen. Der Vergleich zwischen England und Deutschland. Was würdest du sagen, vermisst du aus deiner Heimat am meisten und was gefällt dir hier besonders gut? Am meisten vermisse ich meine Freunde und meine Familie. Hier mag ich den Burger, den Wald. Und München ist eine wunderschöne Stadt. Mhm. Ich komme aus London. Und hier ist alles etwas anders. Mhm. Ruhiger, weniger Stress. Das ist gut. Ja, alles ist so sauber. Mein Leben hier ist einfacher. Okay, das klingt schon mal sehr gut. Und was machst du so in deiner Freizeit, wenn du nicht auf dem Fußballplatz stehst? Ich spiele PlayStation, natürlich. und ich schaue Netflix, ich gehe ins Kino und chille mit Freunden. Ja. Ja. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Family. Und wir machen viele Trips nach München oder andere Plätze. Mhm. Ja. Okay, und was, Omar, bist du für ein Typ? Auf dem Platz, aber auch privat? Privat, ich bin eine geschillte Person. Ja, habe einen ruhigen Charakter. Ich bin relativ unkompliziert. Mhm. Auf dem Platz ist das anders. Ja. Ich will immer gewinnen. Mhm. Sehr gut. So, ja. So hier, ich bin sehr fokussiert und emotional. Ja. Und auf dem Platz, was würdest du sagen, ist deine Lieblingsposition und was braucht man, um da besonders gut zu sein? Meine Lieblingsposition ist links außen. Mhm. Ich denke, du musst ein Allrounder sein. Mhm. Du brauchst eine gute Kondition, weil du rennst den Platz rauf und runter, rauf und runter. Und natürlich gute Defensive Skills und eine gute Technik am Ball für Flanken, Dribblings und so weiter. Mhm. Ja. Lass uns noch mal beim Fußball bleiben. Könntest du für unsere Zuschauer, für unsere Fans den deutschen und den englischen Fußball miteinander vergleichen? Das ist schwer für mich. Mhm. Ich habe in England zweite Liga gespielt, nicht Premier League, sorry. aber natürlich, die Bundesliga ist viel schneller, technischer und auf ein höheres Niveau als der Fußball mit Reading. Ja, ja. Genau, du hast bei Reading gespielt. Ja. In der Bundesliga war dein Debüt das gegen Hoffenheim. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, wie das für dich war. Hoffenheim war geil. Gestern zweite Liga in England und heute 60.000 Fans. Like, sehr verrückt, aber auch schön, like, sehr schön. Und wir haben gewonnen. Mhm. Die vielen Fans. Immer gut. Ja, exactly. Die vielen Fans im Stadion. Mhm. Wirklich ein spezieller Tag für mich. Ja. Cool, glaube ich. Ja. Ja, und du hast gerade schon über die Fans gesprochen. Mhm. Während Corona waren natürlich aber keine Fans da. Wie hast du das erlebt? Sehr. Gegen Hoffenheim habe ich die Energie der Fans gefühlt. Mhm. Richtig, richtig, richtig geil. Ja. Die Atmosphäre bei Geisterspielen ist nicht dasselbe. Die Energie der Fans gefühlt. Ohne Fans ist Fußball nur ein Spiel, aber mit Fans verstehst du, warum du Profi geworden bist. Ja, ja. Oh, gut gesagt. Ja. Ja, gut gesagt ist auch ein gutes Stichwort. Du sprichst so gut Deutsch. Oh, danke schön. Das ist dein erstes Interview. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie es für dich ist, die Sprache zu lernen. Es ist schwer, aber es ist sehr cool. Max ist ein sehr guter Lehrer.
Musst du ja auch sagen. Ich lerne schnell mit ihm und wir haben viel Spaß zusammen. Ich bin motiviert. So, ja, bis jetzt geht alles sehr gut. Ja. Ja. Warum würdest du sagen, ist es für dich wichtig, Deutsch zu lernen? Für mich ist es sehr wichtig, weil ich möchte mich integrieren. Ich möchte hier leben. Es ist nicht genug, den Trainer, den Staff zu verstehen. Ich will auch sprechen und verstehen, wenn alleine in der Stadt, in einem Restaurant oder einem Shop. Für mich das ist ganz normal. Du lebst hier, dann musst du die Sprache lernen. So zeigst du Respekt für das Land und die Leute. Cool. Ja. Ja, klappt auf jeden Fall super gut, würde ich sagen. Und jetzt kommt die letzte Frage, die wir jedem Spieler stellen. Was bedeutet für dich Mia San Mia? Mia San Mia. We are we. Schwere Frage. Wir haben viele unglaubliche Spieler im Team. Aber Erfolg haben wir nur zusammen, wie in einer Family. Die Spieler, der Trainer, der Staff und natürlich die Fans. Ja. Alle arbeiten zusammen und das macht uns so stark. Ja. Ja. Hast du gut gesagt, auf jeden Fall. Und das war sein erstes deutsches Interview. Ich finde, er hat es wirklich richtig gut gemacht. Von mir gibt es den Daumen hoch. Ich hoffe, euch hat das Ding auch gefallen. Und ich hoffe auch, dass wir uns ganz bald wiedersehen, liebe Bayern-Familie. Bis dahin und macht's gut.